Nein! Doch! Hi Markus! Hallo Franziska! Wie klingt dein Lieblingsgeräusch? Ich kann es nicht nachmachen mit dem Mund, weil ich keine Beatbox beherrsche, aber es wäre ein schönes Gitarrenriff, so im Bay Area-Stil, so schön low-end. Das ist immer wieder sehr gern genommen. Okay. Welche 5 Tags würdest du benutzen, wenn dein Leben ein Video wäre? Party auf jeden Fall, Musik natürlich, Freunde, kämpferisch auch. Tja, 5. Jetzt beim 5. Ich suche noch etwas wirklich Bedeutungsschwangerem, aber das kommt jetzt gerade nicht. Freude. Wann ist schon, sag mal, Party, kämpferisch, Freunde, Freude, Musik. Musik natürlich. Das ist wichtig. Klar. Mit welcher historischen Figur würdest du gern ein Selfie aufnehmen? Paul Janes, falls ihr das was sagt. Mhm. Durchaus. Sehr gut. Wie lautet dein Lieblingsschimpfwort? Da ich ein Kind habe, bin ich jetzt nicht so richtig am Fluch und ich habe mich da etwas zurückgenommen, aber ja, wahrscheinlich so standardmäßig irgendwie Fuck oder Scheiß, irgendwie so. Aber ich bin da in der Regel relativ dezent geworden. Stell dir vor, du surfst aus Versehen auf einer verwunschenen Internetseite, dann bist du verzaubert und darfst dann nur noch einen Kommentar unter Videos schreiben, dein Leben lang. Also jedes Video, das du kommentierst, kannst du nur mit diesem einen Kommentar kommentieren. Wie würde der lauten? Also ich habe gelernt, bei YouTube soll man durchaus aus sich rausgehen, Call to Action und so, immer Eigenwerbung machen, also im Gegensatz zum realen Leben nicht bescheiden sein. Von daher würde ich wahrscheinlich einfach drunter schreiben, die Videos von EMP Rock Invasion sind besser und den Link zu unserem Kanal setzen. Wie lautete dein erstes Pseudonym im Netz? Bei YouTube oder insgesamt? Generell. Das muss irgendwas... Ich glaub Martin Aston, weil ich so ein Rennspiele-Fan bin. Und Martin Aston, Aston Martin, so knickknack. Was ist dein Lieblingsmeme? Es gibt so einige von Ron Jeremy, die finde ich ziemlich lustig. Zum Beispiel irgendein bestimmtes? Ja, Happy Birthday Faggot mit so einer schönen, komisch rasierten Brusthaar-Toupet-Geschichte. Das ist sehr bizarr. Also ich habe da sogar so ein Trash-Appeal bei den ganzen Sachen. Sehr gut. Stell dir vor, du bist tot. Nee, Quatsch, das ist es noch gar nicht. Ja, ich lebe zum Glück auch noch. Ja, genau, du lebst zum Glück, aber zum Tod kommen wir gleich noch. Erstmal würde ich gern wissen, welcher Kommentar unter deinem Video dich sofort zur Weißglut bringen würde. Wenn ich ihn wüsste und jetzt sagen würde, wäre das ein großer Fehler. Es gibt immer Experten, die gucken dann zu und würden genau den jetzt dann drunter sagen. Nein! Doch! Aber unabhängig davon, ich muss sagen, ich habe mich da in den letzten paar Jahren etwas lockerer gemacht. Ich war früher doch schneller auch mal aufzubringen, wenn ich mich sehr ungerecht behandelt gefühlt habe in den Kommentaren. Aber habe halt gemerkt, die meisten Leute, die da wirklich so komplett ins Persönliche beleidigen, das sind einfach irgendwelche Vollpfosten. Das nehme ich mittlerweile auch nicht mehr ernst. Von daher gibt es nicht wirklich was, was mich da noch trifft, glaube ich. Sehr gut. Jetzt bist du tot. Okay. Und stehst vor dem jüngsten Gericht und es werden alle deine Videos vor dem Hohen Gericht beurteilt. Wie lautet der Richterspruch? Ich glaube, es wurde positiv aufgenommen, dass wir mit dem Thema Satanismus durchaus auch humorvoll umgehen. Wir würden aber wahrscheinlich einen auf die Finger bekommen für unsere Steel Panther-Interviews mit so Titeln wie Jesus Balls oder Jesus was an expert in nailing. Ich glaube, das kommt dann oben nicht ganz so gut an. Könnte sein. Also ich bin mir nicht sicher, aber könnte sein. Je nachdem, wer dann da tatsächlich sitzt. Das ist genau die Frage. Ne? Wenn es eher runtergeht, dann ist es natürlich umgekehrt. Und jetzt noch dein Gesichtsausdruck, wenn du den Deutschen Webvideopreis gewinnen würdest.
fassungslos. Ein sehr schöner Gesichtsausdruck. Vielen Dank, Markus. Gerne, ich danke.